Mein Name ist Sascha. Aus gelegentlichen Besuchen in Casinos und Streaming entwickelte sich schließlich mit 18 Jahren meine Spielsucht. Mehrere Jahrzehnte drehte sich bei mir alles um die Sucht. Dabei ließ ich vieles zurück. Familie, Freunde und meine eigene Selbstachtung zum Beispiel. Heute kämpfe ich darum, dass Spielsucht in Deutschland anerkannt wird. Hallo Sascha. Hallo. Ika Drake fragt: Wann und wo hast du zum ersten Mal gespielt? Mit 18 Jahren in einem Tag- und Nachtcafé in Köln. Ich habe in einer Diskothek in Köln gearbeitet und hatte keinen Führerschein, habe in Bergisch Gladbach gewohnt, musste also mit der Straßenbahn immer nach Hause fahren. Und ich hatte dann die Herausforderung, dass ich gefühlt 3 Stunden auf den Zug warten musste, bis der nach Hause gefahren ist. Und dann musste ich überlegen, was ich tue. Ich hatte 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ich gehe zum Hauptbahnhof zu Fuß, circa eine halbe Stunde Fußweg. Möglichkeit 2, ich gehe in das benachbarte Tag- und Nachtcafé. Und ich habe mich für Möglichkeit 2 entschieden, weil ich schon um die Uhrzeit ein bisschen lauffaul war und kam da das allererste Mal in Berührung mit einem Spielautomaten, was mir vorher nie aufgefallen ist. Phil21 fragt sich: Was hast du gespielt? Ich hatte 2 Phasen der Spielsucht. Ich habe in der ersten Phase nur Spielautomaten gespielt, also klassisch in den Spielhallen. Und in der zweiten Phase, die ich so als die viel, viel schlimmere Phase betrachte, ist es das Online-Casino, wo ich dann Slots gespielt habe. Tenore1a fragt: Wann und wie hast du realisiert, dass du ein Problem hast? Das erste Mal habe ich das realisiert, als ich eines Morgens nach Hause kam. Ich hatte die ganze Nacht wieder gezockt. Kam meine Wohnung in Bergisch Gladbach rein, habe den Schlüssel ins Schloss gesteckt, die Tür aufgemacht und dann war in meiner Wohnung alles durchwühlt. Sämtliche Kartons waren offen und mein Computer war weg und auf dem Schreibtisch lag ein DIN A4-Zettel von der Kriminalpolizei Bergisch Gladbach, wo drauf stand, dass sie eine Hausdurchsuchung bei mir durchgeführt haben. Und als dann diese Hausdurchsuchung stattgefunden hat, habe ich meinen Anwalt angerufen, natürlich sofort. Wir sind zur Polizeiwache, kurze Zeit später 4,5 Stunden Verhör. Und einen Tag später saß ich bei meinem Rechtsanwalt dann in seiner Kanzlei und dann hat er gesagt: Pass auf, Sascha, ich stelle dir jetzt eine Frage und diese Frage beantwortest du mir wahrheitsgemäß, weil wenn du das nicht tust, kann ich dich nicht mehr verteidigen und will ich auch nicht mehr verteidigen. Und dann hat er gesagt: Du, pass auf, ich glaube aufgrund deiner ganzen Historie, auch aufgrund dessen, was die Polizei jetzt in dem Verhör alles da zur Akte geführt hat, glaube ich, dass du ein Spielsuchtproblem hast. Kann das sein? Und in diesem Moment konnte ich nicht anders und habe dann wirklich das allererste Mal mir eingestanden, dass ich augenscheinlich ein Problem habe und wirklich Hilfe brauche. Fat Doe möchte von dir wissen: Hast du anfangs vor deinem sozialen Umfeld verheimlicht, dass du spielst? Ich hatte viele Freunde. Ich hatte ein sehr gutes soziales Umfeld. Ich habe das auch geliebt, dass man mit Freunden was gemacht hat, dass man auf Geburtstage eingeladen war und alles. Und in relativ kurzer Zeit habe ich das alles über Bord geworfen, habe mich zurückgezogen, habe diverse Lügen erfunden, habe also eine Maske mir aufgesetzt, was einfach dazu geführt hat, dass ich halt in sehr kurzer Zeit sehr einsam geworden bin, was mir aber auch irgendwo egal war, weil für mich war einfach das Zocken das Wichtigste und nichts anderes. Und das habe ich in Kauf genommen, aber halt so, dass es keiner von außen merkt. Und als es dann irgendwann mal zur Sprache kam, als das dann rausgekommen ist, kamen halt dann auch Menschen auf mich zu und haben gesagt: Okay, hätten wir das mal gewusst irgendwie, hätten wir dir ja irgendwie vielleicht helfen können, aber wir haben das nicht geahnt, dass das bei dir so schlimm ist, beziehungsweise dass du überhaupt ein Spielsuchtproblem hast. John Dillermand möchte von dir wissen: Denkst du, dass es Persönlichkeitsmerkmale gibt, die eine Spielsucht begünstigen? Ich bin der Meinung, es hat sehr viel mit der eigenen Kindheit zu tun. Meine Eltern zum Beispiel, meine Mutter Oberstudienrätin am Gymnasium, mein Vater Doktortitel in Chemie. Für meine Eltern war der Weg immer gerade, immer straight, immer Leistung. Man musste immer Leistung erbringen und wenn man Leistung erbracht hat, wurde man belohnt. Bestes Beispiel: für gute Noten gab es Geld. Schlechte Leistung wurde immer bestraft. Und ich habe als Kind viel körperliche Gewalt erfahren müssen, was mich sehr geprägt hat. Also es hat mich halt so in mich kehren lassen und ich habe mich halt verschlossen, habe dann nach außen gar nicht mehr so viel Preise geben. Das Thema Maske aufsetzen, das habe ich damals schon als Kind gelernt. Meine Eltern haben auch immer nach außen hin das Schauspiel gemacht, dass wenn in der Familie halt irgendwie alles schlecht war und es riesen Streit gab oder sonstiges, nach außen hin waren wir immer die Vorzeigefamilie. Also auch das habe ich schon als Kind beigebracht bekommen, wie das geht.
Meine Eltern haben immer gesagt, mit Geld bist du alles, ohne Geld bist du nichts. Als ich damals den Gewinn hatte von 278.000 Euro, habe ich gedacht, ich bin alles. Ich bin der King. Ich kann mir alles leisten. Du hast uns was mitgebracht. Ja. Was ist das? Das ist ein Kontoauszug und das zeigt den Geldeingang von damals, von meinem Rückfall, den ich im Online-Casino hatte, über 278.000 Euro. Und dieser Kontoauszug, den habe ich immer bei mir, weil er für mich ein Mahnmal ist für das, was ab diesem Moment passiert ist. Und warum die zweite Phase meiner Spielsucht, also die vom Online-Casino, so viel schlimmer war. Meine Frau ist Friseurmeisterin in Cochem an der Mosel. Und ich saß dort hinten, habe für sie die Buchhaltung gemacht. Auf einmal blinkte diese hell leuchtende Anzeige auf, als ich meine E-Mails eigentlich nur checken wollte. Ich habe das dann alles gemacht, habe mich angemeldet, habe alles das vergessen, was ich mir vorher angeeignet habe mit Sicherheitsmechanismen, so nenne ich es einfach jetzt mal, die mich vor einem Rückfall bewahren. Habe ein Spiel gespielt, habe mit diesem Spiel in relativ kurzer Zeit 16.000 Euro gewonnen, habe dann gecheckt, dass ich einen Rückfall habe, wollte dann das ganze Geld wieder auf Null spielen, weil ich es mir nicht auszahlen lassen konnte, weil dann hätte ich meiner Frau eingestehen müssen, dass ich einen Rückfall hatte. Habe dann 300 Euro pro Drehung mit irgendeinem anderen Slot. Ich habe einfach ein anderes Spiel ausgewählt. Habe dann 300 Euro, das war der maximale Einsatz in diesem Spiel, gewählt. Und dann standen am Ende 278.000 Euro da. Max Berger fragt sich, wie lange hielt das Geld, bis es wieder weg war? Nach 3 Monaten war alles wieder weg. Ein Teil davon wurden Schulden von dem Friseursalon meiner Frau bezahlt. Es wurden Sachen gekauft. Ich habe mir zum Beispiel VIP-Plätze beim 1. FC Köln gekauft, weil ich die einfach haben wollte. Habe mir ein Auto gekauft, Mercedes-C, Kombi, AMG, Optikpaket, dieser ganze Schnickschnack, obwohl ich gar keinen Führerschein habe, muss man immer dazu sagen. Den Rest tatsächlich habe ich dann pro Tag mit 5.000 Euro wieder verspielt, weil ich gedacht habe, was einmal geklappt hat, klappt vielleicht nochmal. Hey Yo fragt, wie viel Geld hast du ungefähr verspielt in deinem Leben? Wenn man alles zusammenrechnet, weit über 500.000. Wie Bell fragt, wie hast du deine Sucht finanziert? Anfangs durch meine Arbeit in der Diskothek in Köln. Da habe ich ja mein ganz normales monatliches Gehalt gehabt. Dann habe ich halt auch angefangen, mir immer wieder Vorschüsse zu holen. Ich habe mir dann überlegt, okay, gut, was kann ich tun, damit ich an Geld komme? Und habe Betrugsdelikte begangen, habe bei eBay Kleinanzeigen Tickets zum Beispiel verkauft, die ich gar nicht hatte, die andere Menschen gesucht haben, aber nicht irgendwelche Standardtickets, sondern immer so im High-Class-Segment, also so VIP oder was auch immer, was halt augenscheinlich viel Geld bringt. War aber auch halt immer sehr schlau, was das angeht. Hab immer geguckt, okay, wer bietet sowas gerade an? Hab mir die Bilder rauskopiert, hab die Leute angeschrieben, die suchen, und konnte halt selbst über Internet mich so gut verkaufen, dass die mir das geglaubt haben, das Geld sofort überwiesen haben. Und damit habe ich halt so meine Sucht finanziert. In der ersten Phase, in der zweiten Phase hatte ich ja den großen Gewinn. Als der weg war, habe ich die Gelder aus dem Friseursalon genommen. Ich habe die kompletten Privatkonten leer gemacht. Ich habe einen damaligen sehr guten Freund um sehr viel Geld betrogen und habe wieder die komplette Betrugsmasche gezogen. Also ich konnte mir nur durch Betrügereien diese Spielsucht finanzieren. Tovili, das Handtuch, möchte von dir wissen, hast du deinen engsten Kreis mal belogen oder beklaut? Also in der wirklich aktiven Suchtphase, Spielsuchtphase, habe ich jeden angelogen. Aber geklaut habe ich nie. Doc Who interessiert, wie hat sich deine Spielsucht auf deine Beziehungen ausgewirkt? Ich habe damals meine damalige Freundin in der Schlappach lieber in dem Glauben gelassen, dass ich sie fast täglich betrügen würde, nur damit ich ihr nicht sagen musste, dass ich jeden Tag zocken gehe. Und das habe ich halt billigend in Kauf genommen, dass sie mich hasst, verachtet, sehr schlecht über mich gedacht hat bei meiner Frau. Der habe ich schon gesagt, was Sache ist, damit sie von vornherein, ich mit offenen Karten spiele. Tue ich jetzt im Übrigen auch mit allen Personen, die mir wichtig sind, dass ich mit offenen Karten spiele. Damit jeder einfach weiß, dass ich eine Spielsucht-Vergangenheit habe, Gott sei Dank spielfrei bin und dass es halt immer wieder zu einem Rückfall kommen kann. Michael Sander fragt, hast du noch Kontakt zu deiner Familie? Und wenn ja, vertrauen sie dir? Ich habe, wenn man es so nimmt,
keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. Ich habe etwas mitgebracht. Das ist ein Brief von meiner Mutter und von meinem Vater. Ich habe vor knapp 2 Jahren habe ich den Kontakt komplett abgebrochen zu meinen Eltern. Ich habe meine Eltern halt früher auch belogen und betrogen. Bis zum Äußersten, um irgendwie an Geld zu kommen, habe mir die dümmsten Sachen einfallen lassen, die es irgendwie gibt. Leider muss man aber auch dazu sagen, dass meine Eltern das Thema Spielsucht nicht richtig verstehen. Und ich habe mich halt vor 2 Jahren dazu entschieden, den Kontakt abzubrechen, weil er mir persönlich nicht gut getan hat. Zu meinem 34. Geburtstag kam von meiner Mutter, meinem Vater ein Brief. Und diesen Brief bewahre ich halt auch immer die ganze Zeit auf, weil dort zum Beispiel drin steht, es ist auch nicht so einfach, dieses Verhältnis Eltern-Kind aufzulösen. Wir bleiben unser Leben lang deine Eltern und du bleibst unser Kind. Es ist diese Abhängigkeit, diese Bindung, die uns verletzlich macht. Und das ist ein sehr prägender Satz für mich und deswegen ist auch der Brief immer mit dabei. Es sind halt immer noch meine Eltern und vielleicht wird das irgendwie auch wieder. Vintage 1987 fragt: Hast du auch einen Notfallkoffer, falls du Suchtdruck hast? Einen Notfallkoffer habe ich nicht. Aber ich habe Notfallmenschen, denen ich zu 100% vertraue, weil ich vertraue nicht jedem mehr. Ich habe zwei Menschen, denen ich zu 100% vertraue. Hast du so etwas wie einen Mentor? Mein Mentor ist mein damaliger Chef, der Raphael. Er war zum Beispiel der Einzige, der mir damals das Vertrauen geschenkt hat. Der wusste von meiner Geschichte, der wusste, was passiert ist. Und er war der, der mir eine Chance gegeben hat und gesagt hat, ich gebe dir einmal das Vertrauen, ich möchte gerne, dass du für mich arbeitest, hast du Bock drauf. Und er hat mir beigebracht, was Geld bedeutet. Er hat mir beigebracht, was ich mir bedeute. Ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich bin. Also jetzt. Und das ist mein Mentor. Young MJ möchte von dir wissen, wie hat sich der Suchtdruck bei dir psychisch und physisch geäußert? Ich habe teilweise so zwischen 8 bis 12 Stunden manchmal auch einfach nur gezockt. Dann bin ich nach Hause gekommen, habe die Augen zugemacht und dann habe ich die ganzen Walzen gesehen. Ich habe die Melodien gehört. Das Schlimmste an der Spielsucht ist einfach das Geistige, also die Psyche, weil das macht dich kaputt. Dieser ständige Drang, immer spielen zu müssen. Du wachst morgens auf und das Erste ist, woran du denkst, okay, wo kriege ich Kohle her? Ich muss spielen, ich will spielen. Mein Kopf gibt keine Ruhe und er gibt erst dann Ruhe, wenn du in der Spielhalle bist oder im Online-Casino oder wo auch immer. Sascha, kennst du Knossi? Ja. Was macht das hier mit dir? Auf der einen Seite triggert es mich ein bisschen jetzt gerade, aber nicht intensiv. Auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich dazu sagen, ich finde Knossi halt auch lustig. Er übertreibt halt seine Rolle ein bisschen, wenn man das mal so nennt. Aber es sind halt genau diese Videos, die mich damals halt auch immer wieder angestachelt haben, immer weiter zu spielen, immer weiter zu spielen. In der Hoffnung halt, den großen Gewinn zu haben, so wie Knossi das jetzt gerade augenscheinlich hier gleich bekommt. Würdest du sagen, so jemand wie Knossi oder Montana Black haben deine Sucht befeuert? Sagen wir so, sie haben in der Zeit, wenn ich nicht spielen konnte, weil ich kein Geld mehr hatte, musste ich meinen Kopf irgendwie ruhig stellen, weil ich die ganze Zeit den Drang hatte, ich spielen zu gehen. Wenn ich kein Geld hatte, habe ich mir dann YouTube-Videos angeguckt, auch Knossi, auch Montana Black, um einfach
meinen Kopf ruhig zu stellen. Und am nächsten Tag, wenn ich dann irgendwie wieder Geld zur Verfügung hatte, habe ich halt genau das gespielt, was sie gemacht haben. Und es hat mich halt extrem getriggert, was sie da machen. Finn fragt dich, was denkst du darüber, dass sich Glücksspiel immer mehr ins Internet verlagert und viral geht? Online ist für mich, aus meiner Erfahrung, die ich habe, einfach viel, viel schlimmer als die Spielhalle. Neo interessiert, findest du Livestreams auf Twitch sollten verboten werden? Gerade bei den Plattformen YouTube, Twitch und die es alle gibt, da gucken auch Kinder zu. Du hast keine Altersbegrenzung oder sonstiges, wo du dich erst freischalten musst, wenn du über 18 bist oder so. Und die werden so früh damit irgendwie konfrontiert. Jakob möchte von dir wissen, würde ein Verbot der Spielautomaten dazu führen, dass Spielsüchtige im Web weiter zocken? Nehmen wir mal bestes Beispiel, Corona-Situation. Waren die Spielhallen plötzlich zu. Das heißt, die ganzen Spielsüchtigen wussten gar nicht mehr, wohin. Und was macht dann der Spielsüchtige? Er geht dann ins Online-Casino. Und da, dass es einfach ist, sich dort anzumelden und alles, sind die Zahlen für Teilnehmer im Online-Casino halt drastisch gestiegen in den letzten 2,5 Jahren. 811-457-959 fragt, wie stehst du zum staatlichen Glücksspiel? Gut ist, dass man versucht, es in irgendeiner Form zu regulieren. Schlecht ist, wie man es versucht zu regulieren. Wenn ich einen Glücksspielstaatsvertrag nehme und in dem Glücksspielstaatsvertrag sage, man darf nur noch 2 Euro pro Drehung setzen. Zur Erinnerung, ich habe 300 damals gesetzt pro Drehung. Ist das eine schöne Sache, wenn das aber nicht umgesetzt wird? Was nützt der Vertrag, wenn die Kontrollinstanzen, die es geben soll, noch gar nicht da sind? Hajo interessiert, was war der Moment, als du realisiert hast, dass du Hilfe brauchst? Damals, wo die Hausdurchsuchung war, die allererste, zack, und du bist auf dem Boden der Tatsachen wieder. Du hast so ein Kartenhaus dir gebaut aus Lügen und einer Scheinwelt und diesem ganzen Kram. Und auf einmal bricht dieses ganze Kartenhaus zusammen und du stehst da und dann weißt du auch, dass du Hilfe brauchst. Inibas Mohl fragt, warst du in Therapie? Ja, ich war 2-mal in stationärer Therapie. Beides mal für 8 Wochen. War die beste Entscheidung, die ich damals treffen konnte, weil es mir unglaublich, unglaublich viel geholfen hat. Im Verständnis für, wer ich eigentlich bin, warum die Dinge passiert sind, wie sie passiert sind. Was ich tun kann, um eben keinen Rückfall zu haben oder was ich tun muss, wenn ich einen habe. Noddy fragt, hast du dich auch im Casino sperren lassen? Durch die stationären Therapien musst du dich am Anfang in den umliegenden Casinos sperren lassen. Ich bin aber auch ganz ehrlich, beim Thema Online-Casino sperren lassen, das ist halt, du kannst das machen, aber du kannst dich halt auch sau einfach wieder entsperren. Also letztendlich bringt es das dann vielleicht für den ersten Moment, aber wenn du dann wirklich dich wieder entsperren lassen willst, dann geht das ruckzuck eigentlich. Und vor allen Dingen auch, muss man auch dazu sagen, das sind ja so viele Wege, bis du erstmal dahin kommst, dass du dich sperren lassen kannst. Da habe ich es nicht gemacht. Simon Lausch möchte von dir wissen, woher bekommst du heute dein Dopamin? Ich nehme an, Dopamin in Form von Glücksgefühle. Die hole ich mir Tatsache durch meine Arbeit, die ich jetzt mache. Durch die Suchtprävention, das Kämpfen für die Anerkennung der Spielsucht in Deutschland. Mit jedem Vortrag, den ich halte in Schulen, Unternehmen oder sonstiges. Jedem Kind, dem ich irgendwie, oder Jugendlichen, dem ich dann in der Schule so ein bisschen aus meinem Leben erzählen kann, der nachher zu mir kommt und sagt, ey Sascha, danke, das hat mir die Augen geöffnet. Du führst gerade einen Rechtsstreit. Worum geht es da? Ich habe mich vor knapp jetzt 3 Jahren entschieden, gegen ein Online-Casino zu klagen, auf Rückzahlung des Verlustes. Vor knapp 3 Jahren war das ja dann, dass das rauskam, dass es ja wohl illegal sei, dass das Ganze, ich muss Tatsache beweisen, obwohl ich eine solche Geschichte habe mit den ganzen Dingen, die passiert sind, dass ich eine Spielsuchterkrankung habe. Das, was alles passiert ist, reicht nicht aus, um eine Spielsucht anerkannt zu bekommen. Janis möchte von dir wissen, sollte es für Glücksspiel ein Werbeverbot geben? Ganz klares Ja. Und ich bin froh, dass das schon in weiten Teilen umgesetzt wird. Wenn wir auch da mal die Corona-Pandemie nehmen, bevor der Glücksspielstaatsvertrag kam, war alle 20 Sekunden in den Werbeclips so gefühlt die Online-Casino-Werbung. Seit dem Glücksspielstaatsvertrag
Ist das wirklich minimiert und es passiert wirklich nur noch nachts, irgendwie ganz spät, so ab 10? Walle möchte wissen, sollte die Bundesregierung noch mehr Maßnahmen zur Prävention von Glücksspielsucht vornehmen? Es kann nicht genug gemacht werden für das Thema Glücksspielsucht und Spielsucht. Ich sage aber, ich sehe es ein bisschen von einem anderen Ansatz. Was mir immer wieder gespiegelt wird, ist vor allem auch gerade von Unternehmern oder sonstigem, dass die persönliche Geschichte eines Süchtigen nochmal viel mehr Anklang bei Auszubildenden und so weiter findet, als wenn, und das soll jetzt nicht irgendwie negativ klingen, ich möchte damit keinem irgendwie schlecht machen und so weiter, weil Psychologen machen einen hervorragenden Job. Ich bin dankbar, dass es die Caritas gibt zum Beispiel, dass es den Glücksspielfachverband gibt. Wenn man es aber selber erlebt hat und genau weiß, wie diese Phasen ablaufen und auch weiß, wie man sich selbst gefühlt hat und so weiter, ist das nochmal ein anderer Aspekt. Meine Eltern haben immer gesagt, hör doch einfach auf. Die haben halt gedacht, das wäre wie Mensch ärgere dich nicht spielen. Und ich habe halt immer gesagt, okay, gut, aber was ist mit dem Alkoholiker? Sagst du zu dem Alkoholiker auch, hör doch einfach auf, dann kriegst du als Antwort, nein. Das ist ja eine Krankheit, der kann nicht aufhören. Ja, aber the same ist bei mir als Spielsüchtiger. Bella Scheiks möchte von dir wissen, wie würdest du reagieren, wenn deine Kinder mit 18 in Spielotheken gehen? Ich glaube, wenn ich es mitkriegen würde, würde ich versuchen, dass sie das schnell wieder sein lassen. Aber dazu muss ich es erstmal mitkriegen. Und ich weiß halt selber, wir sind sehr, sehr gute Schauspieler. Kalle möchte jetzt von dir wissen, was rätst du mir als Spielsüchtigem? Kalle, wenn du das Verständnis dafür hast, dass du spielsüchtig bist und das scheinst du zu haben, das hättest du die Frage nicht gestellt. Schau, wo du Hilfe bekommst. Such dir Hilfe. Du musst das nicht alleine mit dir ausmachen. Ich habe öfters mal die Frage bekommen, so, ja, aber das kriegt man doch bestimmt auch alleine hin und irgendwie, das wird schon. Ja, mag sein, prozentual ganz, ganz wenig, die es alleine schaffen. Hol dir Hilfe. Wenn du magst, ganz ehrlich, ich biete es dir an. Du kannst auf meiner Webseite kannst du einen Soforthilfe-Call machen. Ruf mich an. Und dann sprechen wir drüber. Und dann schaue ich, ob ich dir irgendwie helfen kann, ganz ehrlich. Oder geh zur Caritas oder wohin auch immer, aber such dir Hilfe. Und du kannst das schaffen. Das war meine Geschichte. Und ich habe letztes Jahr ein Buch geschrieben über mein Leben mit der Spielsucht. Und wenn du jetzt erfahren möchtest, was noch so alles passiert ist in diesen zwei Spielsuchtphasen, kann ich dir dieses Buch nur wärmstens empfehlen. Oder du kennst jemanden vielleicht, der eine Spielsuchterkrankung hast oder wo du es denkst. Oder Eltern, die vielleicht ein bisschen Verständnis dafür haben wollen, wie es in einem Spielsüchtigen wirklich aussieht. Dann kannst du dieses Buch in meinem Shop kaufen. Wir verlinken das in der Bio. Ich versende das sogar auch noch händisch an euch oder bei Amazon, wie ihr möchtet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Kanal hier. Und wenn ihr wissen wollt, wie Martin Millionen im Darknet gemacht hat, dann schaut euch einfach das Video an hier.